Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im August 2017, dem Monat der Sonnenfinsternis. Mein Name ist Antonia Langsdorf, ich bin eure Astrologin und führe euch durch die Konstellationen des Monats. Liebesplanet Venus steht bis zum 26. August wunderbar harmonisch zu eurem Sternzeichen. Sie verspricht süße Urlaubsflirts und schöne Liebespläne. Aber gleichzeitig bildet die Venus auch viele schwierige Aspekte. Deshalb lasst es langsam angehen und genießt neue Flirts und rosige Liebespläne mit etwas Vorsicht. Falls das Fragen aufwirft, dann solltet ihr unbedingt an meiner Verlosung teilnehmen. Da könnt ihr nämlich eine Beratung bei mir gewinnen. Mehr dazu dann am Ende des Videos. Jetzt schauen wir uns euren Erlebnishintergrund an, also die langfristig wirkenden Aspekte. Und da haben wir als erstes einen wunderschönen Aspekt zu Romantikplaneten Neptun. Der steht super günstig zur Skorpionsonne und macht diejenigen, die das also besonders empfangen, das sind nämlich die Geburtstagskinder, in diesem Monat zwischen dem 4. und 8. November einfach offener für romantische Tendenzen. Skorpione sind ja gerne ein bisschen misstrauisch und verschlossen, ne, weil sie eben sich erstens nicht gerne in die Karten schauen lassen, zweitens auch nicht verletzt werden wollen, weil sie ja eben sich tief einlassen, wenn. Aber durch den Neptun werden sie etwas offener für romantische Einflüsse und es ist eben auch eine sehr interessante Konstellation für eine sanftere Sexualität. Habe ich ja schon oft gesagt, das ist für mich ein Tantra-Sex-Aspekt, also die Verbindung von Sexualität und Spiritualität. Mehr darüber könnt ihr euch nochmal im Jahreshoroskop angucken, da habe ich ausführlich erläutert, wie sich diese langfristigen Aspekte auswirken. Für euch ist jetzt wichtig, dass diesen Monat das Halbquadrat zu Uranus beginnt. Und das bedeutet, dass auch ihr aufpassen müsst, gerade eben auch bei Partnern, mit denen ihr auch sexuell aktiv werdet, dass da wirklich auch eine authentische, echte Absicht dahinter steckt, gerade auch wenn ihr Internet-Dating macht. Ich habe euch das in der kosmischen Schwingung genau erklärt, dass dieser Aspekt eben heißen kann, dass Menschen unehrlich sind oder eine geheime Agenda noch haben oder eben einfach auch ihre Meinung noch ändern, wenn man sie dann neu kennengelernt hat. Also auch für euch Vorsicht und bitte die 90-Tage-Regel anwenden. Also erstmal 3 Monate abwarten. Genau, dann haben wir den Pluto, das ist euer Herrscherplanet. Der steht im 3. Haus für die Skorpion, also im 3. Sonnenhaus, macht einen guten Aspekt zur Skorpionsonne. Und das bedeutet, dass eure gedankliche Tiefe jetzt noch tiefer wird. Und dass ihr eventuell durch das Wort, durch das gesprochene oder geschriebene Wort auch einen sehr starken Einfluss ausüben könnt, dass ihr euch auch gut präsentieren könnt, sehr viel Überzeugungskraft habt. Nur immer dann, wenn der Pluto halt auch Spannungsaspekte bildet, und davon gibt es ja dieses Jahr einige, dann müsst ihr halt auch aufpassen, dass ihr euch nicht um Kopf und Kragen redet und dass ihr es nicht übertreibt. Ne? Deswegen also bei eurer Kommunikation, bei der Art, wie ihr sprecht, immer versuchen, in der Liebe zu bleiben. Dann kann eigentlich nichts schiefgehen, weil wenn man das mit Transformationskraft und Tiefe kombiniert, wenn man liebevoll ist, dann ist das ja eigentlich das Beste, was einem passieren kann. Und diesen Aspekt spüren besonders die Geburtstagskinder vom 8. bis 12. November in diesem Monat. Und die müssen eben auch beachten, dass Jupiter bis zum 20. August jetzt im Quadrat zu Pluto steht. Das heißt, auch für euch kann diese Geld- und Schuldenthematik eventuell interessant werden, wichtig werden. Bei euch ist es eben so, dass es darum geht, wie ihr damit umgeht, wie ihr damit kommuniziert. Und weil Pluto im 12., Jupiter, Entschuldigung, im 12. Haus steht, also auch im Haus des Geheimen und Zurückgezogenen, kann es eben auch heißen, dass vielleicht einer der beiden Partner in eurer Beziehung einfach Geld ausgibt, ohne dem anderen Bescheid zu sagen. Und da wäre es halt eben dann auch sehr wichtig, dass ihr euch da immer schön absprecht. Und wenn ihr jetzt als Skorpione diejenigen seid, die dem Partner auf die Schliche kommen, dass ihr dann vielleicht auch nicht zu böse werdet, sondern vielleicht auch besser lieber mit Verständnis und Liebe reagiert. Denn es kommt ja immer darauf an, ob ihr in der Partnerschaft weiter glücklich sein wollt. Gut, dann hätten wir das jetzt auch besprochen und das sind auch schon die beiden wichtigsten Aspekte, die auf die Skorpionsonne einwirken. Ihr wisst ja, ihr könnt natürlich alle möglichen anderen Faktoren und Planeten noch haben im Horoskop, die auch von den anderen Planeten, also wie zum Beispiel von Uranus oder von Saturn, dann direkte Aspekte empfangen.
Aber das müsste man dann eben vielleicht in einer individuellen Beratung klären. Jetzt kommen wir zu euren aktuellen Konstellationen in diesem Monat. Und für euch ist halt sehr wichtig, dass ihr die Sonne im Löwen und auch den Mars im Löwen in einer Spannung zur Skorpionsonne stehen habt, aus dem 10. Haus heraus. Ja? Und die beiden stehen von Anfang an ziemlich zusammen. Das heißt also, viele Skorpione reagieren jetzt auch sehr gereizt und haben vielleicht auch berufliche Herausforderungen, wenn ihr jetzt nicht gerade Urlaub habt. Das wäre natürlich ideal, Urlaub wäre super. Aber wenn ihr keinen Urlaub habt, dann kommen vielleicht berufliche Herausforderungen auf euch zu. Und dann müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr da nicht zu heftig reagiert. Das wäre also dieses Quadrat zur Sonne und auch zum Mars. Der ist noch in der ersten Dekade, die Sonne geht schon in die zweite Dekade. Dann haben wir den Merkur, der steht günstig, steht für euch in einem guten Aspekt zur Sonne in der Jungfrau. Das heißt also, anfangs funktioniert die Kommunikation noch gut, aber am 13. wird er ja rückläufig. Ne? Müsst ihr dran denken. Also dann können es eben auch sein, dass da Fehler entstehen. Das Wichtigste aber in diesem Monat ist die Venus. Die steht im Trigon zur Skorpionsonne fast den ganzen Monat über. Sehr, sehr schöner Aspekt, besonders wenn ihr im Urlaub seid, ideal für Urlaubsliebe, sagte ich ja schon. Und ist eben einfach auch überhaupt ein ganz, ganz toller Aspekt. Und zu Beginn des Monats genießen den jetzt erstmal die Geborenen der ersten Dekade. Und die haben dann auch das Glück, dass während die Venus durch die erste Dekade läuft, sie auch noch keine schwierigen Aspekte bildet. Die schwierigen Planeten stehen ja alle in der zweiten und dritten Dekade zurzeit. Genau, und dann wie gesagt, das Mars-Quadrat, was jetzt noch die erste Dekade kriegt, aber Mars ist damit schon fast fertig. Also insofern ist die erste Dekade jetzt wirklich gut dran in diesem Monat. Genau, am 3. August wird der Uranus rückläufig, das habe ich auch in der kosmischen Schwingung erwähnt, kommt jetzt drauf an für euch, wo er für euch steht, aber er hat dadurch eine besondere Kraft und diejenigen Skorpione, die irgendwo einen Erneuerungsdruck verspüren, die werden das eben in diesem Monat besonders spüren. Bei vielen ist es zumindest vom Sonnenhaus her was mit dem Job zu tun hat. Das geht ja schon eine ganze Weile so, dass ihr da euch auf technische Neuerungen einstellen müsst. Genau. Dann am 4. August ist diese Spannung von Pluto auf Jupiter exakt. Das heißt, da kann dann vielleicht auch noch mal ein Problemgespräch rund um Geldthemen in der Partnerschaft aufkommen. Und dann die nächste wichtige Konstellation ist dann der Vollmond als Mondfinsternis um genau 20.20 Uhr. Und das wird man wahrscheinlich nicht so sehen können, ist nur eine partielle Mondfinsternis, aber von der astrologischen Deutung her sehr wichtig, denn das bedeutet, es gibt Auseinandersetzungen, die sehr emotional geführt werden, weil wir hier eben Sonne-Mars haben, ne? Und das im Löwen. Also da ist dann einer von beiden auch schnell beleidigt, so Majestätsbeleidigung. Und bei euch spielt sich das jetzt auf der Achse Familie und Beruf ab, ja? Und hier haben wir Beruf und Berufungsthemen sehr wichtig für euch, weil der nördliche Mondknoten im Haus der beruflichen Entwicklung für euch steht. Und das könnten eben Sachen sein, wo es darum geht, wie ihr eure Zeit und eure Energie und eure Liebesenergie aufteilt zwischen den Dingen, die euch jetzt für euer Fortkommen interessieren und zwischen den Bedürfnissen eurer Familie. Am besten ist deswegen, ihr habt im August Urlaub. Dann habt ihr vielleicht da eher die Möglichkeit, auch mit der Familie gut zu harmonieren. Danach haben wir dann aber zwei Top-Tage für die Skorpione. Nämlich Mittwoch, den 9. und Donnerstag, den 10. August. Warum? Weil da die Venus, die sowieso toll steht für euch, auch noch einen super schönen Aspekt zum Romantikplaneten bildet und der steht ja auch gut für euch. Top, top, top. Wenn ihr in einer festen Beziehung seid, dann solltet ihr euch in diesen beiden Tagen Zeit zum Kuscheln und für Tantra nehmen. Ihr könnt Liebespläne machen mit der Venus da im 9. Haus der Pläne und der Philosophie. Und ihr könnt eben auch eine Urlaubsliebe kennenlernen. Ihr könnt auch schöne Zeiten in euren Freundschaften erleben. Also das sind zwei Top-Tage für euch, ne? Müsst ihr euch merken. Und überhaupt haben wir ja vom 9. bis 12. August eben diese wunderbare Flirtphase. Also auch alle Solo-Skorpione, die auf der Suche sind, haben in dieser Zeit die Chance, wirklich jemanden kennenzulernen. Auch wegen dem schönen Liebesgeflüster-Aspekt. Also zieht euch da gerade nicht zurück, sondern schaut, dass ihr sichtbar seid und dass ihr eben auch unter Leute geht. Ne? Wenn ihr im Internet datet, wie gesagt, haben wir diesen etwas gefährlichen Aspekt zwischen Neptun und Uranus, der einfach bewirkt, dass das Problem der unehelichen Selbstdarstellung größer ist als sonst. Da müsst ihr dann halt genau hinschauen.
Genau, so. Dann am 13. August, da wird der Merkur rückläufig. Und das hier bei euch im 11. Haus der Freundschaft und genau gegenüber von Romantikplaneten Neptun. Also passt da auf, dass da keine Missverständnisse entstehen. Nicht, dass hier irgendjemand, mit dem ihr befreundet seid, denkt, ihr wollt eine Romanze anfangen oder vielleicht in eine Freundschaft einbrechen oder solche Sachen sind da denkbar oder eben einfach auch nur, dass man ein persönliches Missverständnis hat. Also da schön den Ball flach halten. Und dann müsst ihr eben bedenken, dass der Merkur bis zum 5. September rückläufig ist. Ne? Das heißt also in dieser Zeit dann einfach damit rechnen, dass es Missverständnisse gibt, dass man sich bei einer Verabredung verpasst, dass vielleicht Informationen fehlen und wahrscheinlich meint der andere es auch nicht böse. Außerdem beginnt an dem Tag das Quadrat der Sonne hier den Eintritt in die dritte Dekade. Das heißt, die müssen dann da ein bisschen aufpassen, dass sie es nicht übertreiben mit beruflichen Auseinandersetzungen, falls sie eben im Beruf sind und nicht vielleicht Urlaub haben. Dann beginnt am 13. auch diese Herzensbrecherphase, weil da eben die Venus als Liebesplanet hier in eine Spannung zu Pluto geht. Und der Pluto steht ja für euch im dritten Haus der Kommunikation. Das heißt, mit Worten kann man da jetzt viel kaputt machen. Ne? Also müsst ihr vorsichtig sein, was ihr da sagt. Trotzdem ist es ja so, dass euer Zeichen zu dieser Konstellation, weil ja beide Planeten in Harmonie stehen, sowohl die Venus steht gut für euch, ne? Immer die blauen immer gut zueinander, als auch der Pluto hier grün und blau, das ist auch gut zueinander. Das heißt, vielleicht seid ihr jetzt auch diejenigen, die anderen helfen können, die sich da miteinander gerade am Zerstreiten sind. Und dann kommen die vielleicht zu euch und ihr seid diejenigen, die da einfach das Gespür haben und durchblicken. Das kann auch sehr gut sein. Gerade der Montag wäre dafür auch ein Top-Tag. Da steht der Mond im Stier bei euch im Partnerhaus und gleicht auch diese Spannung aus. Ne? Und euer Zeichen gleicht auch diese Spannung aus. Also das ist dann wieder ein sehr guter Tag, wo ihr vielleicht eben wirklich auch auftrumpfen könnt als diejenigen, die ihren Freunden in der Not dann helfen können. Am 18. August beginnt der schöne Trigonaspekt auf die Skorpionsonne von der Venus, die dritte Dekade des Zeichens. Und dann haben wir das Partywochenende, 19. und 20. August. Da sind die Planeten alle im Löwen. Gut, die sind jetzt bei euch im 10. Berufshaus, aber ist ja ein Wochenende. Und wenn ihr zu einer Party eingeladen werdet, dann könnt ihr da vielleicht sogar Leute kennenlernen, die euch beruflich auch zugutekommen. Ne, mit dem Mondknoten an der Stelle. Genau, und dann haben wir am 21. dann den Tag der Sonnenfinsternis und des Neumondes. Das ist dann exakt um 20:25 Uhr. Und das ist für euch natürlich sehr spannend, weil es eben im Haus der Berufung stattfindet. Und wir hatten ja gesagt, die Stichworte waren Kreativität, Exzellenz und Manifestation. Und das alles bei euch im 10. Haus. Und das heißt, ihr habt jetzt Ideen, die eure wahre Berufung betreffen, sowie auch neue Techniken im Job, weil ja dieser Neumond einen guten Aspekt hier zu Uranus, dem Erneuerer, bildet und hier zu Saturn Lilith, die für euch im Wertehaus stehen. Ne? Und außerdem haben wir Jupiter im 12. Haus der Spiritualität. Deswegen denke ich, dass diese Konstellation auch besonders günstig ist für Skorpione, die spirituell oder als Heiler oder auch künstlerisch tätig sind. Achtet mal darauf, was sich euch dann zu Vollmond am 6. September zeigt. Dann habt ihr am 22. noch einen Top-Tag. Da ist die Venus hier noch im Krebs in einem schönen Trigon zu Heilerplanet Chiron. Und der steht für euch im 5. Haus der Kreativität. Das heißt, Heilung ist möglich, eine Liebesheilung und vielleicht sogar durch Sexualität. Und es ist auch gut für eure Freundschaften, dieser Aspekt. Dann haben wir am 23. August den Eintritt der Sonne ins Zeichen Jungfrau. Die geht dann für euch wieder in einen guten Aspekt. Erstmal in die erste Dekade steht dann eben, solange sie in der Jungfrau steht, günstig zum Zeichen Skorpion. Und zwar im Haus der Freundschaft. Das heißt, man bekommt Unterstützung oder unterstützt auch andere und es läuft rund. Dann gibt es nochmal einen schwierigen Aspekt von der Venus. Und die bildet dann hier einen harten Aspekt zu Trennungsplanet Uranus. Da kann man also eventuell Liebesfehler machen. Und für euch kann es auch sein, dass Liebespläne, die ihr gemacht habt, dann plötzlich zerplatzen oder zu zerplatzen drohen. Vielleicht gibt es auch Ärger durch einen Büroflirt oder einen Urlaubsflirt. Auf jeden Fall ist das nochmal eine etwas schwierige Phase. Und am 26. August geht die Venus dann ins Zeichen Löwe, in die erste Dekade und bildet da dann wieder eine Spannung zum Skorpionzeichen.
Geht aber für euch ins Haus der Berufung. Das kann also auch eine ganz tolle Phase werden, wo ihr halt sehr charmant und überzeugend euch da darstellen könnt. Genau. Und dann habe ich noch einen Top-Tag für euch gefunden am Montag, den 27. August. Das ist nochmal ganz toll für Kuschelstunden zu zweit. Und am 31. August geht dann der rückläufige Merkur nochmal zurück ins Zeichen Löwe. Vielleicht kommen da auch nochmal wichtige Informationen zu euch oder es ist eine gute Zeit, um was Berufliches nochmal zu recherchieren, ehe er ja dann am 5. September wieder direktläufig wird. Soweit also die Konstellationen im August. Wenn ihr Beratungsbedarf habt, könnt ihr natürlich jederzeit bei mir eine Beratung buchen. Hinter dem kleinen i, was ihr hier seht, ist es hier oder hier? Ich weiß nicht mehr so genau, aber das seht ihr ja dann. Steckt also der Hinweis, wie ihr zu meiner Webseite kommt, um da eine Beratung zu buchen. Oder aber ihr nehmt teil an meinem Webinar Antonias Sterne. Da könnt ihr zum günstigen Preis eine Frage zu eurem Horoskop stellen und das besprechen wir dann. Und da sind andere tolle Astrologen oft dabei. Da gibt es dann auch noch von anderen gute Hinweise. Jedenfalls habe ich wieder ein Webinar am 28. Juli. Danach mache ich eine Sommerpause bis zum September. Oder ihr nehmt einfach an der Verlosung teil. Mit etwas Glück könnt ihr 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Und der Gewinner oder die Gewinnerin wird dann in der nächsten kosmischen Schwingung bekannt gegeben. Um teilzunehmen, postet mir doch bitte einen netten Kommentar. Also vielleicht mit bisschen mehr Inhalt als einfach nur, ich möchte gewinnen. Und abonniert meinen Kanal, dann seid ihr dabei. Und noch ein Hinweis zum Schluss für euch, auch sehr wichtig. Folge deinem Herzen, dieses Video, falls ihr es noch nicht gesehen habt, solltet ihr euch anschauen. Alles Gute mit den Sternen.